Hallo und herzlich willkommen beim YouTube-Kanal von Online Fitness Coaching. In diesem Video gehen wir kurz und knapp der Frage nach, worauf man beim Kauf eines Indoor-Cycles für zu Hause achten sollte. Unter diesem Video in der Videobeschreibung findest du den Link zu unserem ausführlichen Kaufratgeber mit allen Produktempfehlungen auf www.online-fitness-coaching.com. Tipp Nummer 1. Schau dir das maximale Benutzergewicht an. Dieses besagt, wie schwer die Person, die das Gerät benutzt, maximal sein darf. Und tendenziell lässt sich sagen, dass je höher dieses Gewicht ist, desto stabiler, robuster und langlebiger ist auch das Gerät selbst. Tipp Nummer 2. Schau dir den maximal möglichen Widerstand des Indoor-Cycles an und in diesem Zuge wirf einen Blick auf die in Kilogramm angegebene Schwungmasse. Von der hängen nämlich der minimale und der maximale Widerstand ab und vor allem Anfänger oder auch besonders leichte Personen sollten darauf achten, dass die Schwungmasse nicht allzu schwer ist, also der minimale Widerstand nicht zu hoch liegt. Bei Profis ist das kein Problem. Profis oder Fortgeschrittene sollten eher darauf schauen, dass der Widerstand bzw. die Schwungmasse eine höhere Kilogrammzahl darstellt. Tipp Nummer 3. Indoor-Cycles kommen natürlich auch mit einer großen Bandbreite an Funktionen daher. Schau dir also genau an, welche Funktion der Trainingscomputer mitbringt und überlege dir, welche davon für dich essentiell sind und ob diese abgedeckt werden von dem Gerät, für welches du dich interessierst. Des Weiteren ist ganz wichtig zu gucken, wenn man die Messdaten oder die abgelesenen Werte des Trainingscomputers auch auf sein Handy, sein Smartphone, sein Tablet senden möchte, dass es eine kompatible App dafür gibt. Tipp Nummer 4. Ein Indoor-Cycle gehört natürlich zu den Geräten, welche zu den Großgeräten zählen und deshalb lohnt es sich, die Maße zu überprüfen. Einmal die Maße vom Gerät, aber auch vom Platz, den du zu Hause bei dir zur Verfügung hast. Und überlege dir, ob es in diesem Zuge nicht vielleicht Sinn macht, auf ein Gerät zurückzugreifen, welches über Transportrollen verfügt, welches vielleicht auch nicht ganz so schwer ist, um es besser im Raum bewegen zu können. Und Tipp Nummer 5. Es lohnt sich, auf die Kundenrezension zu schauen. Einmal vom Hersteller, aber natürlich auch vom Gerät, für welches du dich interessierst, selbst. Da lässt sich meistens am besten herauslesen, wie das Indoor-Cycle im Alltag funktioniert, welche Vorteile es mitbringt und wo man vielleicht auch nochmal bei bestimmten Punkten drauf achten sollte. Ganz viele weitere Informationen und nützliche Tipps zum Thema, worauf man achten sollte, wenn man ein Indoor-Cycle für zu Hause kaufen möchte, findest du auf unserer Webseite. Dorthin gelangst du über den Link unter diesem Video und wenn dir das Video gefallen hat, wenn dich das Thema interessiert, dann lass uns gerne ein Abo da, wir freuen uns. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Sportmachen und beim Trainieren.